damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon Weiß. Ich habe mal mir die kurze Zeit ein bisschen Zeit genommen und habe selber ein bisschen trainiert, damit so ungefähr auf dem gleichen Level ist wie die anderen. Es hat Schlitzer und Elektroball dazu gelernt, ansonsten gab es keine nennenswerten Veränderungen. Und ja, wir können weitermachen. Mit dem nächsten Plasma-Idioten. Die Typen lernen es auch einfach nicht, ne? Ich glaube, Team Plasma ist das nervigste Team von allen, weil die einfach an jeder Ecke stehen. Und dann auch nicht nur ein oder zwei Rüpel, sondern gleich eine ganze Armee von denen. No, Glück gehabt. Das hätte auch ins Auge gehen können. Superzahn hat ziemlich viel Schaden angerichtet. Die Hälfte der KP, um genau zu sein. Und Level 32. Und ein Ganovel. So, leichte Beute. Oh! Es entwickelt sich ja schon. Ich dachte, das entwickelt sich erst auf 36. Auch gut. Meine Damen und Herren, wir besitzen einen Bisbug. Bismarck, das Groß-Pokémon. Seine Stärke ist es, Menschen zu retten, die auf hoher See oder in den Bergen in Not geraten. Ein sehr kluges Pokémon. Oh, das ist schön. Jetzt kannst du Dampfwalze lernen, ne? Mir war nämlich so. Muss ich nur die Kern wiederfinden. Ja. Das kann nämlich auch Erdbeben lernen. Also wäre es auch logisch, wenn es Dampfwalze... Immer noch nicht. Ich dachte immer, es könnte Dampfwalze lernen. Oh, na egal. Hat es nicht schöne Werte. Ein richtiger Allrounder. Schau dich mal an, wie viel Ausgleich, Verteidigung und Spitzverteidigung ist. Wow, nicht schlecht. Sehr schön. Ich glaube, dann lasse ich Flossy noch ein bisschen kämpfen. Ich möchte, dass es sich bald entwickelt. Das Glücksei. So. Guten Tag. Ein Kleopatra. Na, setz mal mit Siedewasser drauf an. Und Dampfwalz, bitte. Das schmeckt. Guten Tag. Du bist kein Plasma. Also kein Plasma-Tipi, Tuse. Ding da. Du gehörst jedenfalls nicht zu Team Plasma, oder? Oh, ein Rotomorph. Nächste Runde werden wir dich treffen. Die Schaufler ist zwar effektiv gegen uns, aber unsere Verteidigung sollte das eigentlich wegstecken. Sag ich doch.
Oh, ein Zebritz. Na, da wechsle ich doch. Au. So. Und besiegt. Oh, ein Steigjuwel ist aufgeploppt. Guten Tag. Ey, ich dachte guten Tag. So eine Blöde, ignoriert die mich einfach. Was für eine blöde Tuse. Oh, ein Mollymorbo. Ja, es ist mein Glücksei. Das gehört mir. Mir alleine. Bei Dressella sollten wir vielleicht lieber wechseln. Lassen wir Weber das mal machen. Oh, es boostet sich. Na toll, jetzt sind wir auch noch verwirrt. Bendis! Oder auch nicht. Au. Zu deiner Info, ich bin übrigens immer noch verwirrt. Und ich fürchte, das wird sich in Zukunft auch nicht ändern. Ah, Gott sei Dank. Uff. Oh, Pikulenta, können wir gleich weiterkämpfen. Ja, Mann. So habe ich mir das vorgestellt. Lief doch. Ich glaube, einen Schutz habe ich noch. War er hier? Da. Der letzte. Ich hätte mal Bälle wohl einpacken sollen. Vielleicht finden wir noch einen. Sonderbonbon, das sag ich auch nicht nein zu. Hart könnte das gebrauchen. Ah, ich mach das Level Up noch voll. Und Flossi könnte einen Trank gebrauchen. Ach, was nicht. Da gebe ich einen super Trank für. Oder das Tafelwasser hier. So. Was haben wir hier? Ein Blendpuder. Sorgt dafür, dass der Gegner öfter verfehlt, wenn wir das zum Tragen geben. Hier liegt nichts. Gut. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir waren dabei stehen geblieben, einfach Plasma-Idioten zu verprügeln. Ich erinnere mich. Thank you.
Nehmen wir Wasser. Und ein Guck mal da. Auch das kriegt ein Siedewasser ins Gesicht. Naja, wenn jetzt sehen wir es positiv. Superzahn kann uns nicht killen. Und Level 33. So, haben wir das Tafelwasser auch mal wieder aufgebraucht. Mal wieder. Uff, sind wir bald mal raus hier? Toll, ich habe keinen Schutz mehr. Heißt, wir werden jetzt alle 5 Sekunden von Pokémon angegriffen. Ihr wisst doch, wie das ist. Guten Tag, womit kann ich dienen? Ein Klick. Da kommt die Dampfwalze ins Spiel. Und das war sein Klick. Ach, hier sind wir. Oh, ein Sedimentur. Das könnte sich gegebenenfalls lohnen. Immer kriegen wir dank dem Glückseier doppelt so viel EP. Ah. Au. Und deswegen liebe ich Siedewasser. Wie ich sagte, alle 5 Sekunden ein wildes Pokémon. Ich hab nicht gelogen. Naja, jetzt kann man die Sedimantur hier noch gebrauchen. Wir geben ja wenigstens einigermaßen EP. Ha, und wieder brennt's. Die geben ganz gut EP mit, dank dem Glücksei. Oh, ein Elfo. Da sollten wir lieber wechseln. Das ist die Gelegenheit für Hart, dass es ein Level-Up kriegt. Dass es vielleicht einen Sonderbonbon geben können. Der Vegasauger hätte Flossi richtig wehgetan. So. Und Level 34 für Flossi. Kampf der Galapafloss. Wer wird siegen?
Sieht gut für uns aus. So, du gönnst jetzt mal eine Pause. Das ist Glücksei. Und du kriegst den EP-Teiler. Na gut, hier liegt nur ein Item. Und natürlich direkt davor ein wildes Pokémon. Ein Watzapf. Haben wir mit unserem auf Level 25 einen guten Fang gemacht. Und das hier ist... Das können wir aber besiegen. Reicht vielleicht für ein Level-Up. Oder auch nicht. Ein Magnet. Es versteckt Elektroattacken. Und wieder ein wildes Pokémon. Noch ein WhatsApp. Lernen ist es die Mühe nicht wert. Gehen wir. Ach, ein Ausgang. In einer Welt, in der sich zu viele Wertvorstellungen vermischen, herrscht ein undefinierbares Chaos. Alles ist grau in grau. Das kann ich nicht dulden. Trennt man die Pokémon von den Menschen, so teilt man die Welt damit feinsäuberlich in Schwarz und Weiß. Nur so können die Pokémon endlich ihr wahres Potenzial entfalten. Ja, das ist mein Traum. Und dieser Traum muss Realität werden. Seifi, hast du auch einen Traum? Ja, klar. Du hast also auch einen Traum. Das ist ganz vortrefflich. Dann lass uns doch bitte mal in einem Kampf herausfinden, wie sehr du diesen Traum verwirklichen möchtest. Ein Sedimantur. Okay, ich möchte nicht, dass du eben von einer unliebsamen Gesteinsattacke getroffen wirst. Und daher wechseln wir. Ah, abgewehrt. Glaubst du, dass du Pokémon kämpft, das gegnerische Verständnis zu fördern? Ich wünschte, die Texte würden ein bisschen länger eingeblendet bleiben, damit ich sie auch vernünftig vorlesen kann. Und Level 31 für Hart. Reicht doch. Ob das so eine gute Idee war, werden wir herausfinden. Ich liebe es, wenn der Plan nicht funktioniert. Wir sollten wechseln. Keine Wirkung. So ein Pech. Level 31 für Weber. Mach ich denn mit Castadur? Wir bleiben stehen. Nutzen wir unseren Boost. Dampfwalze ist immer noch neutral. Und Castadur hat weder die Attacken noch die Werte, um uns großartig gefährlich zu können. So, es kann uns gar nichts. Und Hochmut! Weiter geht die fröhliche Fahrt! Sieh nur, jede Faser meines Körpers ist erfüllt von Zuneigung für meine Freunde.
Meine Freunde wurden verletzt. Das gehört zur Realität eines Pokémon-Kampfes. Warum nur? Schweren Herzens habe ich mich in die Rolle des Trainers begeben und habe doch nur verloren. So werde ich meine Wirklichkeit niemals erreichen können. Ich verdiene die Freundschaft eines legendären Pokémon nicht. Sifi! Es ist nicht mehr weit bis Panero City. Du hast gute Ohren, Bell. Ich staune, dass du selbst auf diese Entfernung die Stimme von Sifi ausmachen konntest. Aber sag mir, Sifi, wer ist dieser Trainer bei dir? Professor Esche, richtig? Sie zwängen die Pokémon nach völlig willkürlichen Regeln in irgend so ein Klassifikationssystem, ohne jemals die Beziehung zwischen ihnen und ihren Trainern zu hinterfragen. Und sie glauben tatsächlich, so die Existenz der Pokémon als solche verstehen zu können? Ich kann ihren Pokédex nicht gutheißen. Was denken sie sich nur dabei? Woher stammt nur diese große Abneigung, die du mir entgegenbringst? Die Sache ist eigentlich ganz einfach. Du hast deine Sicht der Dinge und ich habe meine. Keine der beiden Sichtweisen ist repräsentativ für alle. Sollte letztendlich nicht jeder für sich selbst entscheiden dürfen, wie man den Pokémon begegnen sollte? Das kann ich nicht gelten lassen. Menschen mit ihrer Sicht der Dinge fügen dem Pokémon nur Leid zu. Ich kann meine Augen vor solch großem Unrecht nicht einfach verschließen. Ich verstehe schon, ich werde ihm nicht einfach so von seiner Meinung abbringen können. Aber ich würde mir zumindest wünschen, dass er sich anhört, wie andere über diese Sache denken. Mal sehen, ich will lieber noch zusätzliche Daten sammeln. Um unsere Freundschaft mit dem Pokémon weiter zu vertiefen, müssen wir so viel wie möglich in Erfahrung über sie bringen. Du, Sifi? Ich bin doch jetzt die Leibwache von Professor Esche. Also werde ich sie begleiten. Oh, endlich in der Stadt! Sehr schön, dann können wir gleich mal heilen. Dann müssen wir noch zum Shop gehen. Ich will neue Tränke kaufen und neue Schutz-Items, denn wir werden höchstwahrscheinlich noch in die nächste Höhle kommen. Hi. So. Und davon können wir auch noch ein paar mitnehmen. Just in case. Oh, hier gibt's Topschutz. Na, den nehme ich doch. So, sollte für eine Weile ausreichen. So, dann können wir auch noch ein bisschen was verkaufen, ne? Da, die hier. Haben wir nicht noch einen Riesenpilz oder so? Da ist eine Riesenperle. Und die Prachtfeder. Da ist der Riesenpilz. Und Sternstaub. Gut. Was gibt's hier? Oh, die TM-Abteilung. Mäh. Was haben wir in diesem wunderschönen Haus hier zu sehen? Hallo! Oh! Voll in Erinnerung, Attacken, oh ja! Terry, woran kannst du dich erinnern? Oh, nice! Ich weiß nicht, was ich dafür vergessen lassen soll. Es hat eigentlich ein ziemlich gutes Attackenset. Mal gucken, was wir noch so haben. Naja, nur das Übliche. Woran erinnerst du dich, Flossi? Naja, auch nichts Berauschendes. Gucken, was hart kann. Oh, Konfusion wäre ziemlich gut.
Konfusion hat zwar auch nur Stärke 50, genau wie Herzstempel. Oh, Herzstempel hat 60, aber dafür haben wir wesentlich höheren Spezialangriff als Normalangriff. Da können wir Konfusion gut nehmen. So. Hat Werber noch irgendwas Schönes? Nicht wirklich. So, gucken wir uns Hedera nochmal an. War klar, dass da nur dasselbe dabei ist. Ach, der Attackenverlerner. So, als nächstes haben wir die Flugarena. Guten Tag. Oh, hallo, du bist doch Sefi? Lass mich doch mal dein Pokédex sehen. Dann schauen wir mal, du bist bereits 71 Pokémon begegnet. Oh, sogar einem Klick bist du begegnet. Das ist nicht von schlechten Eltern. Wo habe ich denn noch meine Manieren? Da habe ich vor lauter Aufregung doch glatt vergessen, mich vorzustellen. Mein Name lautet ebenfalls Esche. Eberhard Esche, um genau zu sein. Ja, da hast du ganz richtig gehört. Und die reizende Dame, die dir den Pokédex anvertraut hat, ist meine herzallerliebste Töchterlein. Es ist wirklich ein glücklicher Zufall, dass wir uns hier nun persönlich treffen. Sie hat mir schon so viel von dir erzählt. Nun, zur Feier des Tages werde ich dein Pokédex ein wenig aufrüsten. Es gibt Pokémon, die unterschiedliche Formen besitzen, obwohl sie dieselben Art angehören. Fortan kannst du jederzeit überprüfen, ob du einer bestimmten Form schon einmal begegnet bist oder nicht. Darüber hinaus habe ich deinen Pokédex auch um eine Suchfunktion erweitert. Guten Tag, Professor Esche. Wer ist denn dieser Trainer? Ach, natürlich. Entschuldige, Geraldine. Sefi ist mit meiner Tochter befreundet und bereist einmal, um den Pokédex zu vervollständigen. Verstehe. Dann wirst du dich bald mir gewiss in der Pokémon in der Arena stellen. Toll, ich kann es kaum erwarten. Genau, genau, Sefi. Das solltest du unbedingt machen. Aber pass auf, in dieser Arena kann der Schuss schon mal nach hinten losgehen. Also, Geraldine, ich muss los. Ich melde mich wieder, wenn ich deine Hilfe brauche. Ach, Professor, mein Flugzeug ist eine Frachtmaschine. Ich kann zwar Güter, aber keine Menschen transportieren. Außerdem sind Kanto und Sinnoh auch nicht um die Ecke. Kaum zu fassen, dass du mir diese harten Worte, ohne mit der Wimper zu zucken, ins Gesicht schleuderst. Menschen sowie Pokémon müssen sich doch gegenseitig helfen. Also dann, ihr Lieben, wir sehen uns. Wie bitte? Harte Worte? Ohne mit der Wimper zu zucken? Bin ich jetzt wieder am Ende am allen schuld, oder wie? Wie konnte der nur zu einem weltweit angesehenen Pokémon-Professor werden? Wie auch immer, Sefi. Als Arena-Leiterin freue ich mich schon ganz besonders auf deine Herausforderung. Allerdings habe ich zuvor noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Als ich vorhin mit meinem Frachtflugzeug über den Turm des Himmels flog, habe ich etwas auf der Turmspitze gesehen. Ich bin mir sicher, dass es ein geschwächtes Pokémon war. Man kann es doch unmöglich einfach dort oben liegen lassen. Ich mache mich umgehend dorthin auf. Du kannst mich begleiten, wenn du willst. Zum Turm des Himmels gelangt man über Route 7. Tja, und dann haben wir auch schon unser nächstes Ziel, nämlich Route 7. Da werden wir dann beim nächsten Mal aufbrechen, wenn wir uns hier in der Stadt noch ein bisschen umgeguckt haben. Wir machen jetzt erstmal ein klitzekleines Päuschen und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis dahin und ich verabschiede mich wie immer mit einem Ciao.